Hallo bei einem neuen Make-A-Blog-Video. Letztes Wochenende war ich ja in München auf dem Make-Festival und dort habe ich am Stand von Fab4U diese großartige digitale Sanduhr gesehen, die ich gerne nachbauen möchte. Dazu habe ich mir erstmal vier von diesen relativ großen Pixblock-Displays bei fab4u.de bestellt und die sind heute mit der Post gekommen. Bevor ich die Displays zusammenbaue, werfen wir einen Blick auf die Einzelteile. Glücklicherweise werden die Pixblock-Displays bereits ziemlich vorgefertigt geliefert. Selber anlöten muss man nur noch diese fünfpolige Stiftleiste am In, hier am Out einen fünfpoligen Stecker. Damit kann man später dann mehrere dieser Displays aneinander koppeln und natürlich die LED-Matrix selbst, die angelötet werden muss. Das 8x8 Matrix-Display enthält 64 rote und 64 grüne LEDs. Aus der Kombination der beiden Farben erhält man dann noch zusätzlich die Farbe Gelb. Das Display ist mit 6x6 cm wirklich ziemlich groß. Wie groß, das sieht man am besten im Vergleich zu diesem 8x8 Matrix-Display, das ich bis jetzt bei ähnlichen Projekten verwendet habe. Ein Pixblock wird über diese fünfpolige Stiftleiste mit einer SPI-Schnittstelle angesteuert. Diese Schnittstelle ist hier nach außen zum nächsten Pixblock durchgeführt. Damit lassen sich sehr viele dieser Bausteine aneinander hängen. Hier gibt es die zwei Pins für die Stromversorgung. Wenn man möchte, kann man hier so einen Stecker anbringen. Der ist im Lieferumfang allerdings nicht enthalten. Die 64 Pixel am Display werden über ein Multiplex-Verfahren angesteuert. Zuständig dafür ist dieses 16-Bit-Schieberegister, das jeweils die Pixel einer Spalte, das sind 16 LEDs, 8 rote und 8 grüne, gemeinsam ansteuert. Dann wird weitergeschaltet zur nächsten Spalte, die nächsten 8 LEDs kommen dran. Das Ganze geht so schnell, dass für das menschliche Auge ein kontinuierliches Bild entsteht. Das wirklich Besondere an diesen Displays ist, dass man diese Platine hier auf Wunsch mit einem eigenen ATtiny-Mikrocontroller bestücken kann. Der kommt dann hier hin. Dann hat man hier die Möglichkeit, die I/O-Ports des Mikrocontrollers nach außen zu führen. Und hier kommt die ESP-Programmierschnittstelle für den ATtiny hin. Damit ist man in der Lage, so ein Pixblock-Display völlig alleinstehend zu betreiben. Man braucht also keinen zusätzlichen Mikrocontroller, keinen weiteren Arduino oder so dazu. Und dieser eine ATtiny auf einem dieser Pixblocks kann insgesamt bis zu 10 aneinandergereihte Displays ansteuern. Zusätzlich kann man hier noch bis zu 3 Taster anbringen. Und jetzt geht's ans Löten. So, 36 Lötpunkte später habe ich alles zusammengebaut. Hier Eingang und Ausgang für das SPI-Interface. Hier für den Stromanschluss habe ich mir noch so einen Stecker aufgelötet. Da hängt derzeit einfach ein Batterieblock mit 3 AA-Batterien. Das sind insgesamt 4,5 Volt. Das Display arbeitet mit Spannungen zwischen 3,3 und 5 Volt ungefähr. Die Stromversorgung des Displays über den Arduino wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Ich probiere es gar nicht aus. Wenn diese 64 LEDs alle, beziehungsweise sogar 128 LEDs, alle im Vollbetrieb sind, dann kann der Arduino oder die USB-Schnittstelle hier diesen benötigten Strom sicher nicht liefern. Der Anschluss des Displays jetzt an den Arduino ist auf der Produktwebsite ganz gut dokumentiert. Das sieht man hier im Screenshot. Und ich werde das hier ebenfalls mal durchführen. Ich habe das schon vorbereitet. Das heißt, es sind hier nur vier dieser Pins tatsächlich belegt. So. Gut, jetzt wäre das Display angeschlossen. Es hat hier beim Anschließen schon kurz geflackert. Ich hoffe, das war kein schlechtes Zeichen. Und jetzt schauen wir uns den Demo-Sketch an, der bei der Pixblock-Library mit enthalten ist. Zur Installation der Library gehen wir zuerst auf die Website von fab4u.de. Da gibt es hier den Menüpunkt Pixblock. Beim Pixblock hier einen Verweis auf die Arduino-Library, hier auf dieser Seite eine kurze Erklärung, wie man das Display zusammenbaut und der verschiedenen Anschlüsse und so weiter. Also hier den Link zur Arduino-Library, die wird hier noch einmal erklärt und etwas Demo-Source-Code, den brauchen wir aber am Anfang noch nicht. Hier sehen wir noch einmal die Skizze der Verbindung mit dem Arduino.
und hier oben den Link auf den Source Code der Library auf GitHub. Wer mit GitHub vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hat, es ist im Grunde der einfachste Weg, wenn ihr das nur gelegentlich braucht. Wir sind hier bei dieser Library, die Verzeichnisstruktur dieser Library, hier einfach auf Download ZIP klicken und ihr kriegt damit diesen ganzen Verzeichnisbaum als ZIP-Datei auf eurer Festplatte runtergeladen. Dort wieder entzippen und diese gleiche Struktur baut sich wieder auf. Hier ist es dann notwendig, in den Libraries diesen PixBlock-Ordner in die Arduino-Libraries zu installieren. Wer das noch nie gemacht hat, hier gibt es sogar einen Link zu einer Hilfeseite auf Arduino CC, wie das Ganze geht. Also zuerst diese Library installieren und dann gibt es hier noch den Ordner PixBlock Demo, der gehört in den Ordner, wo eure anderen Arduino Sketches auch sind. Und da drinnen gibt es eine Ino-Datei, einen Arduino Sketch PixBlock Demo. Und diesen einen Arduino Sketch, den habe ich mir schon runtergeladen und hier in der Arduino IDE geöffnet. Wenn man da so durchschaut beim ersten Durchscrollen, dann schaut das fast ein bisschen einschüchternd aus. Hier jede Menge Includes. Da unten werden viele Konstanten definiert, da wird herumgerechnet mit CPU-Zyklen und so weiter. Also wofür das alles gut ist, das wird wohl ein Thema für ein anderes Video sein. Hier jedenfalls wird zuerst das Matrix-Display als Objekt initialisiert und dann das Ticker-Objekt. Diese Demo, die funktioniert wie ein einfacher Ticker. Und irgendwo da unten habe ich gesehen, genau hier wird dann noch der Text definiert, der durchtickert. Diese Hexcodes oder diese Steuerzeichen, die hier angegeben werden, ich nehme mal an, das ist zum Farbwechsel. Aber wie das alles genau funktioniert, wird ein Thema für ein anderes Video. Jetzt werde ich erstmal nur diesen Sketch auf den Arduino laden, an dem das Display bereits angeschlossen ist. So, der Sketch müsste bald aufgeladen sein und dann wird hoffentlich, ja genau, hier kommt schon diese Regenbogeninitialisierung und hier tickert schon der Text los, 3, 2, 1, bumm. Hier sieht man schon ganz gut die verschiedenen Farben, die möglich sind. Grün als Grundfarbe, Gelb als Mischung von Rot und Grün, hier bei den LEDs dann Rot. Und hier dieses Orange, das Orange ist möglich, weil man Rot und Grün, die beiden LED-Farben, mit, glaube ich, jeweils 4 Intensitäten ansteuern kann und damit auch eben so Mischungen wie das Orange erzeugbar sind. Ansonsten würde diese Ticker-Klasse auch funktionieren, wenn wir hier mehrere Blöcke aneinandergereiht hätten. Dann würde der Text einfach durch die Blöcke durchtickern. Mit dieser Klasse ist die Library von standardmäßig ausgestattet. Bei der normalen Videoaufnahme ist es hier im Raum ja sehr, sehr hell. Da geht die Helligkeit, die Sichtbarkeit des Displays ein bisschen verloren. Ich habe jetzt ein bisschen abgedunkelt und die Belichtungszeit der Kamera von einer 30. auf eine 100. Sekunde runtergesetzt. Und man sieht hier jetzt ganz gut die Helligkeit des Displays im Vergleich zur Umgebung. Die Umgebung hier hätte immer noch eine normale Wohnraumhelligkeit. Durch die Belichtungszeit wird es hier etwas dunkler. Das reicht mir heute schon mal als Funktionstest. Ich weiß, dass das Display funktioniert. Ich werde jetzt erstmal die anderen 3 Blöcke auch zusammenlöten, dann vielleicht zusammenstecken und schauen, ob das als längerer Ticker auch geht. Dann geht es an die Umsetzung des eigentlichen Sanduhrprojekts, das ja der Auslöser für die Bestellung dieser PixBlock-Displays war. Dazu gibt es dann aber natürlich ein eigenes Video. Für heute erstmal danke fürs Zusehen, viel Spaß beim Basteln und bis zum nächsten Mal.